Herzlich willkommen zurück zu, zu Husten. Witcher Husten Edition. Vergessen nachzuschauen, was wir da jetzt machen. Ich fürchte, ich wollte in den Sumpf, ne? Ja, ich wollte in den Sumpf, genau. Ja, ja, ich weiß wieder, genau. Das hatte ich ja alles schon mal aufgenommen. Und dann hat sich Windows entschieden, meine Aufnahme zu zerschießen. Zumindest den Ton davon. Windows 10! So, in den Sumpf und dann machen wir das, womit wir hoffentlich uns wieder bei Kalkstein etwas einschleimen können. Hallo, Regentropfen. Ah ja, das ist ein ordentlicher Regen. Ah, endlich wieder ein Spiel, das auch den Gesetzen der Gravitation folgt. Nicht so wie Arma. Geh da mal weg. Warte ich schon, dass er runterläuft und dann steht er mir doch im Weg. Ah, ja, das ist ein ordentlicher Regen. Ja, und ich hoffe, der fährt uns wohin trotzdem im Regen darüber. Bringt mir die Zeit. Klick. So, dann ist der Plan heute, sich um den Golem zu kümmern. Noch fragen? Ja, man hat die Cutscene jetzt oft genug gesehen, auch wenn ich der Meinung bin, dass man schon allein aufgrund des Soundtracks, man sie sich immer wieder anschauen kann. Ist ja auch keine sehr lange Cutscene. Jetzt ist schon wieder abends, ne? Ja, fast. 15:30 Uhr. Dann gehen wir doch mal direkt zu den Druiden ohne lange Umschweife. Genau, das ist schon markiert. Dann müssen wir nur noch geradeaus laufen und hoffen, dass wir den Sumpf überleben. Und schon wieder wird die Hose versaut. Das hat sich gerade fast ein bisschen wie ein Schwarzspecht angehört, aber nur ein bisschen. Das war keiner, definitiv. Was anderes. Was ich gerade nicht zuordnen kann. Ich finde Vogelstimmen im Spiel zu bestimmen auch viel schwerer als in der Realität. Weil man hier einfach schon mal nicht davon ausgehen kann, dass die Entwickler auch wirklich die Arten ins Habitat, wo sie hingehören, gesetzt haben, was häufig schon mal ein wichtiger Hinweis ist. Weiß, bei The Witcher 3 echt ziemlich korrekt ist. Da haben sie sich echt viel Mühe gegeben, auf solche kleinen Details zu achten, was mich total fasziniert hat. Jetzt stirbt da hinten mal, du ertrunkene Tote. Du bist doch schon tot, wenn du eine Tote bist. Ah, es hört wieder nie auf. Nein, keine Ausdauer mehr. Fast wie ich, wenn ich 10 Liegestützen mache. Weg, weg, weg. Ich hasse es. Drüben ist einer in Schockstarre erstarrt. Oh Gott, der Hexer kommt! Ja? Da hat jedes Ungeheuer erstmal Angst. Wenn die stetigen Schritte des Hexers im Sumpf erklingen. Boah, nee, da gehe ich nicht lang. Und manchmal haben auch die Hexer Angst. Wenn sie es ja angeblich nicht haben dürften, weil sie ja angeblich keine Emotionen mehr haben. Was aber halt doch nicht so ganz stimmt. Wenn ich das in dem Buch immer in den Büchern rausgelesen habe, ist das so, dass sie ihre Emotionen halt nicht zeigen können, die körperliche Reaktion und so weiter davon. Da gibt es eine Stelle, ich glaube in Zeit des Sturms, müsste das neueste Buch, glaube ich, gewesen sein, wo jemand bemerkt, dass Geralt halt überhaupt nicht zittert, in einer total panischen Situation. Aber Geralt halt trotzdem durchaus besorgt war, zumindest. Der hat ja trotzdem auch Gefühle für andere. Seine Freunde. Und er kann auch mal zornig werden. Und vor allem im letzten Buch die Dame vom See sehr am Ende erfährt. Spätestens da mitbekommt.
So, jetzt holen wir den älteren Druiden. Der schon wieder davon gekrabbelt ist. Ja. Was gibt's? Portion Pommes und einen Burger, bitte. Ja, fast. Ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja, aber nicht mit Gewalt. Nun, ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt... Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Orans. Das ist zu viel. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. Ich dachte, ihr lebt von der Natur. Ist ja gerade auch irgendwie so ein bisschen erstarrt. Hat sich gerade noch der Mund bewegt. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Ja, wir haben eh keine andere Wahl. Na geben gut. Wir sie ihm halt. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Ich hätte nicht so viel Mass Effect Andromeda anschauen sollen. Hm? Hier sind 500 Orens. Ich warte auf meinen Sturm. Das ist kein Kinderspiel. Ich bin kein gewöhnlicher Magier, der Stürme mittels absurder Steinsäulen beschwört. Was für Säulen? Was für Säulen? Jeder Magiewirker kann die drei Steinsäulen auf dem Golem-Totenacker aktivieren. Sie locken Blitze an. Vielleicht kann ich mit den Säulen den Golem aufwecken. Zum Glück befindet sich diese Kreatur außer Reichweite der Säulen. Es kann nur Unglück bringen, wenn man die Kräfte der Natur manipuliert. Wie werden die Säulen aktiviert? Berührt sie, wenn ihr einen Sturm anlocken wollt. Aber das ist äußerst gefährlich. Ein Augenblick der Achtlosigkeit kann euch das Leben kosten. Ich werde schon aufpassen. Lebt wohl. Ich kenne eure Absicht, Hexer, und würde einige dieser Tränke zubereiten. Trinkt sie, denn ihr werdet sie brauchen. Ein Hexer ohne Tränke ist nur ein halber Hexer-Druide. Oder ein durstiger Hexer. Und kümmere dich mal um deinen Hexenschuss hier, alter Herr. Okay, der Kampf war interessant. Wir müssen jetzt erstmal zum Golem gehen. Und scheiße ist das Wetter scheiße geworden. Sturm auf Bestellung, Sturm im Sonderangebot. Jetzt neu bei Aldi. Ja, ich hoffe nicht, dass man sich irgendwann noch Stürme bestellen kann. Das ist schon gruselig. Auch sehr schön finde ich das Detail. Das recht zynische Detail, dass die angeblich ja nur von der Natur lebenden Druiden plötzlich doch Geld haben wollen, weil sie auch von etwas leben müssen. Ja, funktioniert wohl doch nicht so ganz. Gut, ich speichere mal. Vielleicht erwische ich jetzt den richtigen Knopf. So, dem hier müssen wir jetzt was in den Rücken rammen. Und ich Trottel hätte vielleicht vorher ein paar Tränke vorbereiten sollen. Das war nicht so schlau. Der ist ganz schön geladen. Nein, 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 nein. Der tut weh. So, diese Pylonen hier. Den können wir nutzen, um ihn Schmerzen zu verursachen. Das Problem ist, wir werden, wenn wir es nicht richtig machen, sterben. Durch einen Blitz sofort. Ich habe noch nie so ganz verstanden, wie es funktioniert hat. Ich habe es eigentlich beim letzten Mal, wo ich es aufgenommen habe, tatsächlich hingekriegt. Deswegen will ich es jetzt auch nochmal probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Reihenfolge ist oder die Position des Golems oder beides. Die ist bestimmt, ob wir überleben oder nicht. Okay, es scheint beides zu sein, denn diese Kombination hat beim letzten Mal auch immer funktioniert. Das heißt, ich hoffe, es funktioniert. Ich gehe jetzt mal kurz cheaten. Und lauf weg. So, hier kann ich mich speichern.
Na, mein Großer. Doch nicht so eine steinerne Mine hier. Gut, jetzt muss ich natürlich warten, bis er hierher wieder in die Mitte klapscht. Weil immer, wenn er irgendwie außen steht, werde ich erschlagen. Und wenn ich die falsche Kombination habe, werde ich scheinbar auch immer erschlagen. Ich hoffe, das ist immer dieselbe Kombination. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Da bin ich mir nicht so sicher. Das ist tatsächlich das, was ich nach 5 Mal durchspielen immer noch nicht so ganz kapiert habe. Das zeugt vielleicht nicht unbedingt von einer Lernfähigkeit meinerseits. Aber es ist tatsächlich immer dieselbe Kombination. Sehr schön. Das heißt, das wird jetzt ziemlich einfach, der Kampf. Ich habe ihn früher immer einfach mit dem Schwert zu Tode geklopft. Das geht tatsächlich auch. Ich kann euch das mal zeigen. Das macht dann nämlich genauso viel Schaden. Also 1. Das ist zwar das Maximum in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber hier definitiv nicht so sinnvoll. Das dauert eine Weile. Mit genügend Tränken aber auch durchaus möglich. Jetzt muss ich ihn nur wieder hier in die Mitte locken. Na komm, gutzi gutzi gu. Hex allein wartet auf dich. Und so einfach ist es, wenn man die Pylonen kapiert hat. Sehr schön. War jetzt ein total spektakulärer Kampf. Aber wir haben jetzt ein weiteres, das 6. Sephirat, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Jetzt brauchen wir schon nur noch 4. Die scheinen mitten in der Bewegung eingefroren zu sein. Die hier sind wohl inzwischen versunken. Mich erinnert das ein bisschen was an einen Scheibenweltroman. Die Stelle hier. Müsste... Schöne Scheine? Ab die Post? Ab die Post müsste das... Nee, ab die, der Nachfolger von Ab die Post. Schöne Scheine müsste das gewesen sein. Irgendwie daran erinnert er mich. An die Golems. Gut, jetzt sind wir hier weiter. Und das will ich ja nicht tun. Der Boxfleischvertrag. Nein, ich will schauen, dass ich noch irgendwo anders da weiterkomme. Ach, das habe ich das letzte Mal ja versucht und bin dabei draufgegangen. Gut, dann machen wir das jetzt auch noch, wenn wir schon hier sind. Manchmal so lange braucht, um einen, der am Boden liegt, zu erstechen, finde ich immer wieder seltsam. Ja. Und egal wie weit ich wegspringe, ich kriege immer Schaden von den Dingern, die explodieren. Das finde ich ein bisschen schade. Oder ich mache immer noch was falsch, ich weiß es nicht. Von den Blattsäugern. Bei Blattsäugern? Wie spricht man das aus? Blattsäuger? Ich habe es nie rausgefunden, wie man das ausspricht. Ich habe jetzt Lust auf Barbecue. Huch! Falsches Schwert! Richtiges Schwert. Falscher Kampfstil. So. Erstmal wieder so ein paar Fliegen hier beiseitigt. Dann kann es ja weitergehen. Ah, das ist sehr praktisch. Aber erst, wenn wir hier fertig sind. Wobei ich dann auch den Fährmann wieder nehmen kann, wenn ich eh schon am Hafen bin. Ah, ich will Boxfleisch nicht töten. Wir wissen, dass er unschuldig ist, aber wenn wir jetzt deswegen bei Raimund nicht mehr weiterkommen, dann müssen wir Boxfleisch halt leider opfern. So leid, wie es mir tut. Das ist so nebenher auch gesprochen übrigens ein Storypfad, den ich so auch noch nicht hatte in The Witcher. Dass ich Boxfleisch töten musste. Das ist mal neu, deswegen werde ich es dann vielleicht doch auch machen. Nein, wir brauchen ein paar
Ertrunkene, die wir beseitigen müssen. Sehr schön. Können wir nochmal... Bin ich leider kurz auf dem Monitor geflogen. G-Data ist zwar ein guter Virenscanner, aber für Gamer manchmal recht nervig. Weil wenn er Internet scannt, bei mir macht er das leider häufig, dann hat er unten rechts so ein kleines Fenster, wo der Scan-Fortschritt drin ist. Und wenn ich da rechts unten draufklicke, fliege ich auf den Monitor. Das ist doof. Aber eigentlich wollte ich meinen Charakter weiterentwickeln, also Geralt. Wir sind hier schon ziemlich weit, ne? Dann würde ich fast mal Quen weiterentwickeln. Und Art, das ist bis jetzt ziemlich das Nützlichste. Und die Ausdauer würde ich dann hier oben, müsste ich auch mal wieder weiterentwickeln. Aber erstmal Quen. Säureresistenz, das könnte uns natürlich gegen die Blattsäuger vor allem helfen. Feuerresistenz, Zeichendauer, das ist natürlich auch nützlich. Gut, dann bis Mitternacht und dann hoffen, dass die Herren Ertrunkene auch zu, rechtzeitig zu ihrem Termin erscheinen. Es gibt nichts Schlimmeres als Unpunktlichkeit bei diesen Ungeheuern. Nee, aber du solltest deine Beine in die Hand nehmen, sonst nimmt dir jemand anders da in die Hand. Oh. Ach, Geralt, was bewegt er sich? Der hängt gerade. Ist der Fährmann stirbt, wird das richtig doof. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich glaube, sie gehen eher auf mich los, bevor sie auf ihn losgehen. Ja, nicht mehr wirklich eine Gefahr hier. Die Ertrunkenen. Allerdings sind hier mit Sicherheit noch mehr. Aha. Das war's. Sehr schön. Das Wasser scheint aufgewühlt. Ja, da ist bestimmt was Friedliches da drin, das dich nicht fressen will. Ja, ich will wieder zurück. Kann's losgehen? Ja, los jetzt. Nicht immer hier rumzicken. Mann, Mann, Mann. Gut, jetzt sind wir hier bei Nacht in der nachts am Hafen. Dann würde ich sagen, wir warten hier bis zum nächsten Morgen, dass wir den Quest gleich bei Deklan abgeben können. Und dann. Den habe ich übersehen. Und dann mache ich Dingen. Schlimme Dinge. Nein, eigentlich wollte ich dann nochmal schauen, ob ich vielleicht auf den Friedhof komme. Mal schauen, wie ich jetzt einfach weiterkomme. Moin, Deklan. Platz da! Ja, ist der noch da oben? Was hatten jetzt alle so eilig? Ist doch noch früher am Morgen. Dann kannst du noch ruhiger angehen. Ja. Ach so, es regnet. Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ja. Was ist denn so im Angebot? Tulpen, Gänseblümchen, ja, keine Rosen. Ich nehme ihn mal mit, einen Rubin. Ich glaube, für irgendjemanden haben wir den vielleicht noch gebraucht. Und so teuer war er ja nicht. Wir haben zwar gerade 500 Orens für den Regen hier ausgegeben, aber wir haben noch genug. Ja, war ja auch mal wieder trocken hier. Ist doch gut, dass es mal wieder regnet. Und es vertrocknen noch die Fische und das Getreide.
Seltsam. Ich will nochmal schauen, ob ich mit Raimund nochmal darüber reden kann. Ich glaube zwar nicht, aber... Ja. Jetzt findet Geralt schon vor lauter Verwirrung und Panik, dass er Boxfleisch umbringen muss, die Treppe nicht mehr. Ja? Der pennt noch? Ich sollte mich um Boxfleisch kümmern. Ihr müsst ihn ausquetschen. Wir brauchen so viele Informationen wie möglich. Wie ihr das anstellt, bleibt euch überlassen. Wir sprechen uns noch. Okay, das heißt also, ich soll ihn erst noch verhören. Das ist gut. Vielleicht kann ich mich da ja dagegen entscheiden. Denn ich weiß, dass er unschuldig ist. Ja, ich weiß, dass er mit mir zusammen gegen die Salamandra kämpfen würde. Ich würde mir einen Verbündeten umbringen, wenn ich das hier tue. Also warum? Ich habe einen Verdächtigen. Spuckt es aus, Geralt. Der bisher Verdächtigste ist... Ja, Vincent oder Kalkstein. Aber Kalkstein... Leuwarden wissen wir eigentlich auch, dass das nicht ist. Thaler weiß ich's nicht. Hauptmann Vincent... Wohl kaum. Selbst wenn er den Professor befreit hätte, wäre er deshalb höchstens ein korrupter Bulle. Aber wenn er Schmiergelder von den Salamandra annimmt... In dieser Stadt sind die Räder der Marktkarren das Einzige, was nicht geschmiert ist. Ohne Beweise verschwenden wir unsere Zeit. Konzentrieren wir uns auf Kalkstein und Boxfleisch. Ach. Wir sprechen uns noch. Hallo. Hallo, kleine Ara. Ja, hat er bestimmt aus Serikanien mitgebracht. Stand er hier eigentlich schon immer? Und warum war der Detektiv überhaupt in Serikanien? Sieht ja irgendwie fast ein bisschen traurig aus, so wie er da immer hin und her wackelt. Schaukelt auf seinem Stock. Wer wird das wohl gewesen sein? Ah, ich traue ihm nicht mehr. Irgendwas stimmt hier nicht. Was kann ich sonst noch machen? Ach ja, Rosen für... Shani. Was würdet ihr gern wissen? Ich habe ein Problem. Eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Ihr habt ein bezauberndes Lächeln. Das ist sehr freundlich, aber ihr habt ein Problem erwähnt. Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Ja. Angeblich soll es der weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan haben. Er mag immer alle Frauen. Er mag alle Frauen. Magische Fähigkeiten. Nein, eigentlich nicht. Der Barde Rittersporn behauptet etwas anderes. Rittersporn ist selbst ein Schürzenjäger. Oh ja. Ich mag Gossenklatsch nicht. Was würdet ihr gern wissen? Lebt wohl. Die will offensichtlich nicht mit uns reden. Den fahrenden Händler habe ich gesucht, genau. Was kann ich für euch tun? Rosen. Orchideen, gelbe Rosen, weiße. Gänseblümchen. Oder rote Rosen gibt es die hier vielleicht auch? Ich glaub's zwar jetzt nicht, aber wer weiß. Kräuter, Salben, Blumen für die Damen. Okay, vielleicht hast du doch die. Seid gegrüßt. Ihr seht ein wenig blass aus. Ich besitze Medikamente, die euch auf der Stelle heilen. Meine Preise sind erschwinglich. Ich glaub nicht, dass ihr das bekommt. Ja, rote Rosen mögen die Frauen doch am liebsten. Was gibt's? Und Shani bestimmt auch. Aber da ist immer noch Triss. Wollen wir das wirklich tun?
Geralt ist sich nicht sicher, welche Gefühle er hat. Er fühlt sich noch vollkommen durcheinander durch die Amnesie. Darum weiß er noch nicht so ganz, wie er sich entscheiden soll. Oh, das ist interessant. Wenn ich das verraten würde, müsste ich betteln gehen und könnte mir nie einen neuen Schal leisten. Sucht euch etwas aus und lasst den Unsinn, Hübscher. Haben wir nicht einen Schal? Ja, wie wär's hiermit? Ich gehe in den Sumpf und sammle meine Kräuter bei Mondenschein. Doch man muss wachsam sein. Überall lauern Gefahren. Wenn ich nicht vorsichtig wäre, wäre ich längst nicht mehr am Leben. Seid euch da nicht so sicher. Greift nach dem falschen Kraut. Und ehe ihr euch verseht, ist das Gift in euch. Ihr habt plötzlich Schaum vor dem Mund. Und der Sumpf fordert ein weiteres Opfer. Ihr müsst mir keine Angst einflößen. Ich will euch keine Konkurrenz machen. Danke für die Wegbeschreibung. Wobei, das ist auch wirklich keine neue Information, weil da wir auch im Sumpf fast alle unsere Kräuter sammeln. Es zieht ein Sturm auf. Diese Tür ist abgeschlossen. Keine Hexe erlaubt. Das ist nicht gut, es regnet. Naja, ganz so stark ist es auch nicht. Moin, Zoltan! Noch 4 brauche ich. Und die gibt es angeblich im Krankenhaus? Ich weiß nicht, ob ich mit Vincent noch was reden kann. Nein, das hat keinen Sinn. Okay. Ich schau mal ins Krankenhaus, ob wir da nicht wirklich noch einen Sephiroth finden. Ich dachte, wir hätten ihn da schon gefunden. Hä? Wäschekorb, vielleicht liegt da ja was drin. Hallo Shani. Seid ihr gekommen, um zur großen Mutter zu beten? Ich bin nicht sehr religiös. Militele liebt auch jene, die vom Wege abkommen. Das ist sehr gütig von ihr. Wie kann ich euch helfen? Ich suche etwas und stieß auf einen Hinweis, den ich nicht verstehe. Es ist gut, dass ihr hergekommen seid. Die Weisheit der Göttin kennt keine Grenzen. In dem Hinweis steht, aber lest selbst. 3 Gesichter, ja, das entspricht Melitele. Seht dort die Statue mit den 3 Gesichtern der Göttin. Und das Opfer? Nur Dinge, die in der Natur geerntet wurden. Früchte, Pflanzen, Blumen. Melitele missfällt es, wenn in ihrem Namen getötet wird. Okay, das heißt also, wir geben ihr mal einen Huhn. Oh, große Melitele. Nur noch einen! Yeah! Wo mag es den letzten geben? Das bedeutet schon konform. Ich gebe alles, damit ihr euch um mich kümmert. Ihr seid zu gütig. Ihr seid unbeschreiblich anmutig. Siegfried sprach von euch. Ja, könnte den mal jemand aufräumen? Der liegt da schon eine Weile. Gut, wir haben also immerhin das auch noch gefunden. Die 3 Sephiroths haben wir jetzt auch noch gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie komme ich sonst weiter?
Raimund? Also ich wüsste jetzt nicht, woher Geralt diesen Hinweis hat, dass er hier... Das ist manchmal komisch an solchen Questmarkern. Ich finde ja Questmarker nicht schlecht, wenn sie einfach zeigen, wo es logisch ist, dass der Held schon weiß, wo es hingeht. Aber hier wüsste ich jetzt echt nicht, dass er eine Idee hätte, wo er an Raimund an den Sephiroth rankommt. Außer Geralt vermutet bereits, dass etwas mehr hinter Raimund steckt, was ja sehr wahrscheinlich ist aufgrund des Amuletts. Ja? Wir sprechen uns noch. Hat er das vielleicht hier irgendwo versteckt? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Kleines Kästchen voll Fistech. Muss irgendein Beweismittel sein. Ich kann mir nicht denken, dass Raimund so etwas benutzt. Okay, ich weiß jetzt auch erst gerade nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich denke, deswegen ist das auch ein guter Zeitpunkt, um hier mal einen kurzen Cut zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die paar, die zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.